Hallo, meine Damen und Herren, Sie sind in der richtigen Veranstaltung. Wir lassen alle unsere Teilnehmer rein. 140 haben sich angemeldet. Die Schlange ist lang, aber es geht zack, zack, zack. Wir haben schon 57, nein, ich korrigiere, 58 Teilnehmer im Chat. Ich warte noch ein bisschen, gebe den Damen und Herren noch eine Minute Zeit, um reinzukommen. Und dann legen wir gleich los. Ich kann mich immer schon mal vorstellen. Mein Name ist Nadine Bethke. Ich komme von der Deutschen Umwelthilfe und ich bin Ihre Moderatorin für die nächsten anderthalb Stunden. Aber das werde ich bestimmt noch einmal öfter sagen, wenn alle da sind. Okay. Ich sag mal, 16.32 Uhr legen wir los. Wir haben ein knackiges Programm. 75 Teilnehmer sind da. Keine Zeit vergeuden. Und vielleicht wollen ja einige von Ihnen noch schnell irgendwo an den See, wenn wir hier pünktlich raus sind. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite zu dieser Veranstaltung, von der Heinrich-Böll-Stiftung Food, Water and Europe und von der Deutschen Umwelthilfe. Mein Name ist Nadine Wiedke, ich bin Ihre Moderatorin und bevor ich mit allen technischen Do's und Don'ts beginne, würde ich den Sascha Müller-Krenner, meinen Bundesgeschäftsführer, um ein Grußwort bitten und ihn aber schon mal allen mit auf den Weg geben, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen. Sie können sie auch immer wieder sich anschauen. Aber Sascha, du hast das Wort. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Nadine. Und ich bin mir sicher, dass du wie immer souverän durch die Diskussion führen wirst. Von mir ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich bin auch völlig begeistert, was das für eine gut versuchte Veranstaltung ist. Das sicherlich auch daran liegt, dass wir natürlich heute über ein sehr, sehr aktuelles Thema sprechen werden. Ganz zu Beginn auch von meiner Seite nochmal den Dank an unsere beiden Kooperationspartner bei dieser Veranstaltungsreihe, die Heinrich-Böll-Stiftung und Food and Water Action Europe und natürlich auch ganz besonderen Dank an die Referentinnen und Referenten. Wir werden jetzt keinen Frontalunterricht haben, sondern zwei Diskussionsrunden, die Runde aus der Politik. Bin ich sehr, sehr froh, dass Olaf Lies, der Umweltminister von Niedersachsen, da ist, Tobias Goldschmidt, Staatssekretär im Ministerium für Energie, von Schleswig-Holstein und Imke Bühl aus dem Landtag von Niedersachsen und dann in einer zweiten Runde Vertreterinnen und Vertreter der BIs zu den LNG-Terminals, zu den geplanten in Wilhelmshaven und Brunsbüttel, Sabine Hillmann und Norbert Pralo. Ich bin sehr gespannt auf die, da bin ich mir sicher, sehr, sehr lebhafte Diskussion zum Thema LNG-Importe und Klimaschutz. Warum das Thema aktuell ist, das sehen Sie aus der Zeitung. Wir haben hier in den letzten Wochen eine sehr, sehr intensive Diskussion über das Thema Erdgas, Abhängigkeit von Erdgasimporten. Erstens, von wem sind wir im Moment abhängig? Wollen wir uns in zusätzliche Abhängigkeiten begeben? Und was heißt das Ganze auch unter einer Klimaschutzperspektive? Brauchen wir diese Volumina an Gas in den nächsten Jahrzehnten auf dem Weg zu 100% erneuerbaren Energien und der Dekarbonisierung? Wir haben auf der einen Seite, das haben Sie miterlebt, die sehr, sehr lebhafte Diskussion über die leitungsgebundenen Importe nach Deutschland, unter anderem aus Russland, Nord Stream 2. Diese Diskussion hat jetzt durch das Attentat auf Alexei Nawalny, nochmal ganz besonders an Fahrt gewonnen. Aber wir haben schon als Deutsche Umwelthilfe lange davor gesagt, dass auch aus klimaschutzpolitischen Gründen diese Pipeline nicht in die Landschaft passt. Es ist sehr interessant gewesen, dass wir haben eine Menge
öffentliche Reaktionen auf unsere Aktivitäten in diesem Zusammenhang bekommen. Ich habe persönlich viele E-Mails bekommen. Seid ihr irre geworden bei der Deutschen Umwelthilfe, dass ihr jetzt das Geschäft von Trump betreibt und LNG-Fracking-Gas aus den USA importiert? Konnte da immer aber guten Gewissens antworten, nein, wir sind nicht irre geworden, zumindest nicht, was dieses Thema angeht, weil wir ja genauso die Frage thematisieren, ob es die geplante LNG-Importinfrastruktur an der norddeutschen Küste wirklich braucht. Unsere Grundposition ist, wir brauchen auf dem Weg zur Dekarbonisierung unserer Energiesysteme keine neue Erdgasimportinfrastruktur. Wir haben ja existierende Infrastruktur. Wir müssen tendenziell auch mit dem Erdgasverbrauch in den nächsten Jahren runter und müssen ganz, ganz konsequent auf den Ausbau der Erneuerbaren setzen, auch in den Sektoren, in denen er bisher zu langsam vorangeht, also beispielsweise im Verkehrssektor oder im Gebäudebereich. Gerade heute, top aktuell, hat das Bundeskabinett einen Referentenentwurf von Peter Altmaier zur Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes beschlossen. Das ist sicher noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber genau da muss die Richtung hingehen, zu sagen, auch wenn wir ganz, ganz sicher Erdgas noch brauchen in den nächsten Jahren, muss der Anteil in den nächsten Jahren sinken. Die gasförmigen Energieträger, die wir brauchen, müssen zusehends erneuerbare sein. Und Infrastruktur, die sowohl ökonomisch als auch technisch daraufhin ausgelegt ist, zusätzliches fossiles Gas in den kommenden Jahrzehnten nach Deutschland und Mitteleuropa zu importieren, passt vor allem klimapolitisch, aber auch sonst nicht in die Landschaft. Nachdem ich weiß, wenn wir auch aus Reihen der Politik hier eingeladen haben, bin ich mir sicher, dass zumindest in Nuancen der eine oder die andere da andere Akzente setzen wird. Und insofern freue ich mich auf eine ganz, ganz spannende Diskussion in den nächsten anderthalb Stunden und würde es damit an meine Kollegin Nadine Bethke übergeben, die das Ganze jetzt wieder übernimmt. Das mache ich. Das mache ich sehr gerne. Kein Problem. Ich muss jetzt noch die organisatorischen Sachen schnell klären. Die organisatorischen Sachen sind, wenn wir hier im Zoom sind, können Sie alle als Teilnehmer nach unten auf so zwei Buttons klicken. Der eine heißt F und A. Das ist der Frage- und Antwort-Button. Der daneben ist der Chat-Button. In dem Frage-Antwort-Button können Sie mir Fragen stellen, die, also Fragen reingeben, die ich den Referenten und meinen Impulsgebern nachher stellen soll. Und auch Diskussionsfragen, die können wir auch abstimmen. Und dann geht das immer so ein bisschen in die Höhe. Je mehr dafür abgestimmt wird, umso höher wird die Frage platziert, umso schneller werde ich sie stellen oder umso besser ist sie im Ranking. Und im Chat, da können Sie beispielsweise uns mitteilen, haben Sie noch ein paar interessante Studien, gibt es noch Veranstaltungshinweise, die Sie uns mitgeben würden. Das ist sozusagen der Chat, den sehe ich nicht persönlich. Ich bin eher an den Fragen und Antworten interessiert. Sie chatten untereinander sozusagen die Themen. Ich sagte schon, wir zeichnen die Veranstaltung auf und den Ablauf hat Sascha Müller-Krenner schon erzählt. Ich kann sozusagen gleich einsteigen mit meinen drei politischen Akteuren, die ich mitgebracht habe und die sich dieser Diskussion stellen. Einfallstor für Fracking-Gas oder Beitrag zur Energiewende? Braucht Deutschland ein LNG-Terminal? Ich freue mich, vorstellen zu dürfen. Als erstes Imke Biehl, das habe ich gelernt. Nicht Bühl, wie man annehmen mag, Biehl. Imke Biehl ist Sprecherin für, ich gucke ganz genau auf meinen Zettel, Umwelt, Energie, Klimaschutz und Frauenpolitik im Landtag, im Niedersächsischen Landtag und sie gehört der Fraktion der Grünen an. Sie ist von Hause aus Umweltwissenschaftlerin. Herzlich willkommen. Ich habe dann dabei, um mal kurz in Niedersachsen zu bleiben, Olaf Lies. Olaf Lies, von Hause aus Funkelektroniker Wilhelmshaven, also er kennt die Ecke ziemlich gut. Dann Studium Elektrotechnik an der Fachhochschule Wilhelmshaven, dann Diplom-Ingenieur und seit 2012 er sehr, sehr aktiv im Land Niedersachsen auf Ebene der Ministerin. Ich habe irgendeinen Querton.
Herzlich willkommen, Herr Lies, als Umweltminister seit 2017 in Niedersachsen. Und dann habe ich noch dabei, ich hoffe, er hat sich schon zugeschaltet, Tobias Goldschmidt. Er ist seit Sommer 2017 Staatssekretär im, ich sag's auch, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung. Tobias Goldschmidt ist von Hause aus Politikwissenschaftler und ich kenne den Tobias Goldschmidt schon ganz lange aus den Netzdialogen zur Westküstenleitung und zur Ostküstenleitung. Ich bin jetzt, fange ich an, bitte Imke Biel. Imke Biel, ganz klare Fragen, ganz klare Antworten würde ich mal vorschlagen. Ist Erdgas wirklich eine Brückentechnologie? Ich bin der Meinung, dass Erdgas auf keinen Fall eine Brückentechnologie ist. Wir haben gar keine Zeit mehr für großartige Brückentechnologien. Wir haben jetzt das Jahr 2020. Fridays for Future fordert Klimaneutralität bis 2035. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel wir jetzt runtergehen, denn wir haben ja ein Klimabudget. Fakt ist, wir müssen die Treibhausgasemissionen auch jetzt schon ganz, ganz deutlich senken, egal wo wir am Ende beim Klimaziel ankommen wollen. Und da passt Erdgas und gerade auch zum Beispiel amerikanisches Frackinggas definitiv nicht mit rein. Und dann ist es also eher nicht wahrscheinlich, dass auch Frackinggas aus den USA per LNG importiert werden würde? Was sagen Sie dazu? Aktuell ist es leider wahrscheinlich, denn SPD und CDU sind da sehr hinterher. Ich finde das sehr, sehr problematisch, dass sich da, ich sag mal, zum Steigbügelhalter Trumps gemacht wird. Denn eine energiepolitische Notwendigkeit haben wir nicht. Die Bundesnetzagentur hat ganz klar gesagt, wir haben den Bedarf nicht. Unser Bedarf ist gedeckt. Und selbst das Bundeswirtschaftsministerium geht ja davon aus, ganz zu Recht, dass der Gasbedarf auch in den nächsten Jahren deutlich sinken wird und sinken muss. Deswegen müssten wir uns eigentlich eher mit der Senkung unseres Energieverbrauchs, mehr Energieeffizienz und dem Ausbau der Erneuerbaren auseinandersetzen, anstatt viele hohe Millionenbeträge in LNG-Terminals zu investieren. Was heißt denn das konkret für Niedersachsen? Worauf sollte sich denn Niedersachsen fokussieren? Auf welche Energien, auf welche Technologien? Was ist denn mit dem Wasserstoff? Brauchen wir das nicht auch? Also Niedersachsen ist natürlich Windenergieland Nummer eins. Das muss ich ja jetzt auch Schleswig-Holstein gegenüber sagen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir da als die Nordbundesländer in guter Zusammenarbeit den Windausbau auch noch weiter stärken wollen, on- und offshore. Das bedeutet aber natürlich, dass wir endlich auch auf Bundesebene energiepolitische Weichenstellungen brauchen, die das überhaupt möglich machen. Und gerade Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat leider in den letzten Jahren alles daran getan, dass der Ausbau der Erneuerbaren faktisch zum Erliegen gekommen ist. Das ist natürlich ein großes Problem, wenn wir Klimaschutz hier betreiben wollen und eben die vielen Vorteile der Energiewende auch erhalten wollen. Also es ist ja gerade beim Thema LNG-Terminals immer von Diversifizierung oder Unabhängigkeit von Russland etc. die Rede. Eine echte Unabhängigkeit bekommen wir dann, wenn wir die Energiewende hier umsetzen, und zwar in Niedersachsen und auch in Deutschland. Vielen Dank für diese Beantwortung der ersten drei Fragen. Ich bleibe, wie gesagt, in Niedersachsen. Olaf Lies als Umweltminister. Soll es jetzt ein LNG-Terminal oder eigentlich drei an der Küste geben oder ein Wasserstoff-Terminal? Wo liegt denn unsere Zukunft? Im Erdgas oder im Wasserstoff? Ja, die Zukunft liegt eindeutig im Bereich der erneuerbaren Energien. Da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Wir brauchen eine klimaneutrale und CO2-freie Energieerzeugung, die brauchen wir weltweit. Aber wir wissen eben auch, wenn wir heute aus Kohle aussteigen, spätestens 2035, wenn wir aus der Kernenergie, Gott sei Dank, 2022 endgültig ausgestiegen sind und heute ungefähr 13% des gesamten Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien decken, dass da eine große Aufgabe vor uns liegt. Also so schnell wie möglich die Erneuerbaren. Erdgas ist eine Brücke und das ist zunächst sozusagen fossiles Gas. Und es wird perspektivisch, weil wir immer Energie importieren müssen, zum Beispiel auch synthetisches Gas oder Biogas. Also sagen Sie, was wir jetzt mehr oder weniger vorbereiten an Technologie, geht für beides? Für das LNG, Wasserstoff, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, nein. Also das, was wir heute machen an LNG-Import-Infrastruktur, ist ja, also Methaninfrastruktur. Wir wollen flüssiges Methan importieren. Und ob das dann
ein fossiles Methan ist oder ob das ein synthetisches Methan ist, das ist für die Infrastruktur egal. Das heißt, an dem Terminal, an dem ich heute fossiles Erdgas importiere, kann ich eben morgen auch grünes Gas importieren. Für Wasserstoff brauche ich nochmal eine andere Technologie. Da ist sozusagen möglicherweise der Anleger richtig und da ist eine Grundsatzinfrastruktur richtig. Aber für Wasserstoff brauche ich nochmal was Eigenes. Frage wird sein, ob wir am Ende wirklich grünen Wasserstoff importieren, weil das natürlich viel mehr Transportvolumen ist, als wenn wir in der Lage wären, grünes Methan zu importieren. Oder gar grünen Wasserstoff für uns selber herzustellen. Auf jeden Fall. Das wird die Prämisse sein. Ja. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Nur 100% Energieversorgung, selbst bei allen Energieeinsparzielen, die wir in Deutschland haben und die auch richtig und notwendig sind, wir werden nie 100% der Energie, die wir brauchen, im Land erzeugen können. Wir müssen so viel wie möglich erzeugen. Das halte ich für richtig. Aber wir werden auch weiterhin, auch über 2050 hinaus, auf den Import allerdings von grüner Energie angewiesen sein. Okay. Aber dann frage ich mich doch, alle sprechen davon von H2-Readiness. Wir müssen irgendwie, und selbst bis in den Gasherd ins Haus hinein, müssen wir Wasserstoff-ready machen. Ist das denn nicht eigentlich der Schritt, der irgendwann kommen müsste? Müssen wir nicht eigentlich erst andere Techniken umstellen? Müssen wir nicht eigentlich erst die Produktionsstätten für grünen Wasserstoff finden? Ich glaube, wir müssen beides machen. Also wenn wir versuchen, da hat Imke Bilja recht, wenn wir sozusagen alles nacheinander machen, werden wir ja nie fertig. Wir müssen das parallel machen. Und parallel heißt heute einen Markt schaffen für grünen Wasserstoff, dafür sorgen, dass wir grünen Wasserstoff in Deutschland herstellen, prioritär, aber auch eine Lösung schaffen, grünen Wasserstoff zu importieren. Ob dann als Wasserstoff direkt oder als Methan, wäre sozusagen zweitrangig dabei, ist eine Technologiefrage. Aber wir müssen vorrangig Strom, grünen Strom, den wir erzeugen, auch als grünen Strom verbrauchen. Und deswegen ist Wasserstoff kein Ersatz für grünen Strom, sondern wenn wir keine grüne Energie aus Strom haben, können wir auch keinen grünen Wasserstoff herstellen. Also man muss das parallel machen, allein aufgrund der hohen Geschwindigkeit, mit der wir die Klimaziele auch wirklich erreichen müssen. Aber ich frage dennoch noch einmal nach, auch dann Deutschland, so wie Sie gerade argumentieren, 3 LNG-Terminals, beziehungsweise überhaupt einen LNG-Terminal, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, weil wir brauchen definitiv ein LNG-Terminal in der Zeit, Übergangszeit, um fossiles LNG zu importieren, das übrigens auch nicht nur aus den USA kommt. Also insofern ist das, glaube ich, eine Debatte, die wir noch haben werden. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist so schnell wie möglich eine Importinfrastruktur, um eben auch synthetisches, also grünes LNG zu importieren. Das ist aber die gleiche Infrastruktur. Also man kann heute bauen, heute anfangen, einen Zeitraum von vielleicht 10 oder 15 Jahren, das kann ich nicht abschätzen, wie weit wir international auch grünes LNG dann herstellen, nutzen für fossiles und die gleiche Infrastruktur unverändert nutzen, weil das ist sozusagen egal an der Stelle, um dann eben auch grünes Methan und synthetisches LNG zu importieren. Und das ist eben der große Vorteil daran und deswegen wäre es falsch, 15 Jahre zu warten, nicht zu machen, sondern deswegen müssen wir heute anfangen, Infrastruktur auf der einen Seite, aber parallel natürlich auch international die Erzeugung von grünem Wasserstoff und grünem Methan voranbringen. Helfen Sie mir noch mal einmal bei der Begriffsklärung. Was ist grünes LNG? Also das eine ist ja Erdgas, das wir aus dem Boden fördern, fossiles LNG. Das verflüssigen wir und importieren es dann als LNG. Das andere ist synthetisches Methan, das ich aus Wasserstoff herstelle und dann CO2 dazu binde. Dann habe ich sozusagen das Gleiche, was ich aus der Erde hole, aber synthetisch und CO2-frei. Und das kann ich natürlich genauso verflüssigen und genauso transportieren. Also es kommt am Ende das Gleiche an und am CH4 lässt sich beim Synthetischen nicht erkennen, wo es herkommt. Das ist reines CH4. Und beim Fossilen könnte man wahrscheinlich über Begleitstoffe, die noch dabei sind, sogar feststellen, wo es herkommt. Okay. Interessante Definition. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Ich würde es dann nicht grünes LNG nennen. Doch, das ist aus grünem Wasserstoff hergestellt, mit grüner Energie. Was ist daran? Jetzt ehrlich, das ist eine spannende Debatte, weil Sie zu Recht eine Frage aufwerfen, die in der Öffentlichkeit noch unklar ist. Wenn ich aus grünem Strom, Sonnenstrom oder Sonnenstrom oder Windenergie, wenn ich daraus grünen Wasserstoff herstelle, und vor Ort mit einer vorhandenen Quelle CO2 oder aus der Luft genommen grünes Methan herstelle, dann ist das grüne Energie. Ich lasse es mal so stehen. Ich nehme das gerne mal in die Diskussion. Weil ganz klar. Ich darf ja nur moderieren und das ist auch meine beste Rolle im Endeffekt. Die spiele ich gut. Tobias Goldschmidt. Ich habe auch ein paar Fragen für Herrn Goldschmidt mitgebracht. Sehen wir ihn jetzt? Ist er dabei? Ich glaube, er war irgendwo im Grün. Schön. Hallo Tobias Goldschmidt. Welchen Vorteil bietet Brunsbüttel als LNG-Standort für Schleswig-Holstein? Konkrete Frage.
LNG ist, wenn es ein Thema ist, vor allen Dingen ein Thema für Bereiche, die sich nicht so schnell defossilisieren lassen. Das ist zum Beispiel die Schifffahrt. Und im Brunsbüttel wäre natürlich ein guter Ort, um auch LNG als Schiffstreibstoff umzuschlagen und einzusetzen. Aber kann nicht Schleswig-Holstein mit so viel Windenergie, so viel fast 100% erneuerbare Energie, ich war ja die letzten Jahre auch sehr viel in der Region unterwegs, können wir da nicht eigentlich auch andere Wege gehen, um ein bisschen zukunftsfähiger zu denken als nur LNG oder uns auf LNG so zu stürzen? Da sind wir ja bei der Grundsatzdebatte. Ich sehe das tatsächlich in Nuancen anders als Olaf Lies. LNG ist aus meiner Sicht kein Klimaschutzprojekt. Das Terminal ist kein Klimaschutzprojekt. Es ist so, dass Klimaschutz letztlich bei den Windmühlen gemacht wird. Die Frage des Klimaschutzes entscheidet sich, wie viele erneuerbare Energien wir installieren. Und sie entscheidet sich in den Heizungskellern und in den Autohäusern, wo wir Konsumentscheidungen treffen, in den Industrieunternehmen, wo Prozesse umgestellt werden von Öl zu Gas, von Gas auf elektrisch, dann auf Wasserstoff. Das sind die Orte, wo sich die Frage des Klimaschutzes entscheidet. Aber man muss auch ganz praktisch sehen, das hat Olaf Lies ja gerade gesagt, dass wir 15-20% des Endenergiebedarfs in Deutschland bisher erst auf Basis erneuerbarer Energien bewerkstelligen. Das heißt, wir werden noch eine viel zu lange Zeit leider auch auf fossile Energieträger angewiesen sein. Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass diese Zeit möglichst kurz wird. Die Frage, haben wir 2 oder 3 Jahrzehnte Zeit für Klimaneutralität, ist sicher eine. Und wenn man heute meint, einen LNG-Terminal bauen zu wollen, dann muss man sich ganz klar darüber sein, dass in den Terminal nicht mehr allzu lange Zeit fossiles Gas eingelagert werden kann. Und insofern, wenn man von Brücke spricht, dann kann man das tun, aber es darf nur eine extrem kurze sein, eigentlich nur ein Brückenstummel. Lohnt sich dann diese Investition und diese ganze Debatte, wie Sie jetzt sagen, Brückenstummel, zum anderen auch, wir haben eigentlich gar nicht mehr die Zeit dafür, diese Brücke zu nutzen. Kriegen wir das denn nicht anders überbrückt? Ja, das muss man die Betreiber fragen, ob sich das lohnt. Naja, die Grundlagen oder die rechtlichen Grundlagen, die Rahmenbedingungen wurden ja geschaffen vom Gesetzgeber, dass es sich lohnt. Weil es sich lohnen kann. Aber wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist ja noch keines der Terminals in irgendeinem Verfahren. Wenn wir jetzt von Brunsbüttel sprechen, da ist ja, ich glaube, Wilhelmshaven ist sogar nochmal der Scoping-Termin, der muss nochmal neu gemacht werden. Brunsbüttel ist auch noch kein Planfeststellungsverfahren. Und wir wissen ja eigentlich alle, wie lange sowas dauert, bis eine Planung durch ist und bis dann Baurecht herrscht und dann irgendwie auch nochmal gefühlt 5 Jahre dann der Terminal laufen kann. Ist das eine Investition in die Zukunft oder müssen wir nicht eigentlich ganz woanders ansetzen? Ich frage jetzt nicht die Unternehmen, sondern ich frage die Politik. Ja, tatsächlich ist es so, für das schleswig-holsteinische Projekt liegt noch nicht mal eine Unterlage vor, eine Antragsunterlage. Und ein Genehmigungsverfahren wird natürlich seine Zeit dauern. Und jeder Tag, der verstreicht, ist ein Tag kürzer, wo es klimapolitisch möglich sein wird, fossile Energieträger zu importieren. Das heißt, die Zeit der Nutzung wird tatsächlich kürzer. Okay. Ich nehme diese 3 Statements von Imke Bühl, Tobias Goldschmidt und Olaf Lies für den Moment jetzt erstmal so hin. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, es gibt da 2 Personen, in dem Fall Sabine Hillmann und Norbert Prano, die sind vor Ort und die beiden haben da eine andere Meinung zu, würde ich jetzt mal sagen. Ich möchte Ihnen kurz die beiden vorstellen. Sabine Hillmann ist von der Bürgerinitiative Klimaallianz Nordseeküste Wilhelmshaven. Sie ist ursprünglich aus Osnabrück, also nicht da in der Ecke groß geworden, aber sie ist persönlich betroffen. Bei ihr geht die Planung, zumindest auf der Karte, durch ihren Garten. Und sie hat sich dann irgendwann gefragt, wo kriege ich denn eigentlich die Infos her? Sie haben sich untereinander ausgetauscht, die Menschen in der Region vor Ort geschnackt und dann hat man zusammen diese BI gegründet. Herzlich willkommen, Sabine Hillmann. Dann habe ich Norbert Pralo vom Klimabündnis gegen LNG Brunsbüttel. Er ist aktiv gegen den LNG-Terminal Brunsbüttel, das sagt der Name schon. Spannend finde ich, er hat 1967 bis 70 eine Lehre gemacht und ist Schiffsbauingenieur seit Ewigkeiten, hat er mir gesagt. Spannend ist, dass er schon in den
Anfang der 70er, frühe 80er LNG-Tanker gezeichnet hat und auch aus Eisbrecherschiffe zur Erkundung von Öl- und Gasvorkommen hat er mitentwickelt. Sehr spannend, dass er jetzt sozusagen hier unser Gast ist zu dieser Diskussion. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Norbert. Sabine Hillmann, ich fange mal mit Ihnen an. Wenn man sich sozusagen die Terminalpläne anguckt, dann ist doch das Erste, was man sich fragt, oder was ich mich fragen würde, warum sollte ich denn dagegen sein? Was sind denn da für Gefahren, was sind denn da für Risiken? Nehmen Sie uns da mal mit, was da so vorhanden ist. Ja, ich hatte mich, hallo erstmal Nadine und herzlichen Dank für die Einladung. Ich hatte mich eigentlich jetzt ein bisschen darauf eingestellt, dass die klimatischen und globalen Aspekte schon ein bisschen näher beleuchtet wurden. Und würde mich jetzt ganz gerne auf die örtlichen Gefahren und Risiken ein bisschen einstellen und darauf beschränken. Ich habe ein kleines Bild mitgebracht. Ja, da ist es schon. Und zwar, damit man sich das auch so ein bisschen deutlicher vorstellen kann, wie das Ganze so vorgesehen ist. Es ist jetzt so, wie man sehr deutlich sieht, ist das ein Projekt sehr nah am Jadefahrwasser. Und allein diese Nähe, diese unmittelbare Nähe zu dem Jadefahrwasser ist natürlich ein Problem, da die Havariegefahr oder die Gefahr einer Havarie so nah in diesem Bereich sehr, sehr groß ist. Es gab also schon in den 70er Jahren damals kritische Stimmen, die gesagt haben, oh, baut nicht so nah daran. Jetzt mit dem geplanten LNG-Terminal ist man noch ein deutliches Stück näher gegangen. Und jetzt durch den neu geplanten Inselanleger, den man da auch erkennen kann, kommt man nochmal wieder um 350 Meter näher an das Fahrwasser heran, was also das Havarierisiko nochmals deutlich verschärft. Was auch Folge einer Havarie sein könnte, dass wenn das Fahrwasser blockiert ist, wäre also nicht nur der Containerhafen in Wilhelmshaven blockiert, sondern zum Beispiel auch einer der wichtigsten Versorgungshäfen der Bundeswehr, der Marinestützpunkt Heppensock-Boden. Inwieweit die Bundeswehr sich zu diesem Thema positioniert hat, ist mir jetzt noch nicht bekannt, wäre aber auch nochmal spannend herauszufinden. Ja, ein ganz wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist die unmittelbare Nähe von anderen, mehreren Störfallbetrieben auf Landseite. Dort wird neben Rohöl auch mit hochgiftigen und anderen extrem leicht entzündlichen Stoffen gearbeitet und die werden dort angelandet. In dem Fall, dass jetzt beispielsweise bei so einem Terminal mal eine Methanwolke austreten würde, sich das Ganze entzündet, käme es zu einer unfassbaren Kettenreaktion. Ich würde da jetzt einfach mal das Stichwort Seveso nennen. Völlig unkontrollierbar mit Ausmaßen für Hochsiel und Wilhelmshaven, die wir uns besser nicht vorstellen. Ja, ein weiterer Punkt ist ja, dass dort, wo das Terminal gebaut werden soll, ein extrem seltenes und schützenswertes Meeresbiotop unwiederbringlich zerstört würde. Da ist man ja gerade in diesem von Ihnen schon angesprochenen Scoping-Verfahren dabei, eventuelle Alternativen, zum Beispiel über diesen Inselanleger zu finden. Ja, muss man gucken, soweit ich das jetzt gesehen habe, wird es da zu einer Baugrube kommen, genau in dem Bereich, wo gerade das Biotop gefunden wurde. Aber das überlasse ich jetzt nochmal dann den Naturschutzverbänden, das genauer herauszufinden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Veränderung der Wassertemperatur. Aus unserer Sicht ist das eine große Gefahr für die Tiere und Pflanzen, die im Meer leben.
Es werden stündlich knapp 40.000 Kubikmeter Meereswasser zum Teil gekühlt, zum Teil erhitzt und so wieder in das Meer abgegeben, wodurch sich permanent die umgebende Meerwassertemperatur ändert. Also das sind Auswirkungen, die so noch nicht geklärt sind. Auch ein schier unglaubliches Thema sind die Mikrobiozide. Das Meerwasser wird also permanent mit chemischen Desinfektionsmitteln kontaminiert, die dazu dienen, die FSRU, also die Anlage von Bewuchs und Algen und derartigen freizuhalten. Diese Auswirkungen, also die Auswirkungen dieser Mikrobiozide auf die Wasserwelt, sollten auf jeden Fall noch untersucht werden. Und inwieweit das vielleicht auch Auswirkungen auf die Badegäste hat im Bereich des Hugwiler Badestrands, den wir hier ganz oben links noch sehen, wurde bisher hier noch nicht diskutiert. Ja, dann kommt natürlich der Klimawandel hinzu. Der Klimawandel erhöht die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Störfalls oder eines Unfalls, einfach aus dem Grunde schon, weil damit die einhergehenden Risiken für Hochwasser und Sturmfluten nochmals deutlich steigen. Das ist ja auch ein ganz großes Kriterium ist hier bei uns an der Küste. Damit würde ich von der Meerwasserseite, von Meeresseite zur Landseite wechseln, wo eine 30 Kilometer lange Pipeline quer durch Friesland große Bereiche mit Vogel- und Naturschutzgebieten zerstören würde und damit auch die regionale Tier- und Pflanzenwelt im Landesinneren bedroht. Nicht zu vergessen wäre es im Bereich der Kavernen in Ezel, dort wo also die Pipeline endet, stellen die Bodenabsenkungen von derzeit durchschnittlich 4 cm eine große Gefahr dar, weil durch unvorhergesehene Erdbewegungen natürlich auch Methan in großen Mengen entweichen könnte. Zu guter Letzt, also abschließend möchte ich einfach nochmal sagen, die Menschen hier an der Nordsee leben vom Tourismus. Deshalb sollten wir auch gerade hier die wertvollen und seltenen Ressourcen schützen und bewahren, die unsere Landschaft hier so besonders macht. Und wir sollten nicht sie verschwenderisch vernichten. Und ich bin der Meinung und spreche dafür auch für unsere gesamte Bürgerinitiative, dass mit Investitionen in eine nicht mehr zeitgemäße und klimaschädliche Gasinfrastruktur weitere wertvolle Ressourcen vor Ort vernichtet werden, die wir viel, 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 viel besser für den Bau zukunftsträchtiger und klimafreundlicher Infrastrukturen nutzen sollten. Vielen Dank. Danke, Sabine, dass Sie uns da abgeholt haben und mal nach Wilhelmshaven mitgenommen haben, sozusagen. Ich frage jetzt direkt den Norbert Pralo. Herr Pralo, wie sind denn die Gegebenheiten in Brunsbüttel? Wie ist denn da der Status quo? Ja, in Brunsbüttel sieht die Situation ein bisschen ähnlich aus. Natürlich ist die Örtlichkeit anders und das Terminal wird auf einer jetzt noch Wiese zwischen einem rückzubauenden Atomkraftwerk und einer Müllverbrennungsanlage liegen. So, diese Müllverbrennungsanlage, eine der modernsten und auch der wichtigsten, die wir fast in Europa haben, wo Chemieabfälle aus Australien verbrannt werden und, die hat eine Entfernung zu einem Tank laut Planung von etwa 90 Metern. Wenn man sich vorstellt, diese Tanks haben Durchmesser von 90 Metern und sind 60 Meter hoch, ein Fassungsvermögen von 250.000 Kubikmetern. So ist diese Nähe sehr klein. Dann weitere Störfallbetriebe sind weiter im Umfall. Das AKW habe ich schon genannt. Zu diesem AKW gehört dann eben auch ein Zwischenlager, in dem noch die Brennstäbe für die nächste Zeit dann auch untergebracht werden müssen. Und es wird zurzeit eben auch ein LASMA gebaut, wo eben die schwach- und mittelradioaktiven Stoffe auch für die nächste Zeit bis zur Einlagerung in Schacht Konrad dann eben untergebracht werden müssen. Diese Entfernungen drehen sich etwa um 700, 800 bis 1000 Metern, also eine verhältnismäßig
kleine Entfernung. Dann das Weitere ist eben auch ein Chemiepark mit großen Störfallbetrieben. Covestro zum Beispiel, ein ehemals Bayer, die Baukunststoffe herstellen. Dort sind zwei Phosgentanks mit jeweils 16 Kubikmetern angesiedelt. Phosgen, und jeder weiß, wie gefährlich dieser Chemiestoff ist. Also die Wohnbebauung auch selbst ist etwa 1,5 Kilometer entfernt. So, wenn man dann Störfall, es ist von der Stadt Brunsbüttel ein Störfallgutachten erstellt worden nach Seveso-Richtlinien, und dort sind nur die jetzt bestehenden Störfallbetriebe betrachtet worden. Das zukünftige LNG-Terminal ist in dieser Betrachtung noch überhaupt nicht drin. Deswegen weiß man nicht, ob überhaupt eine Genehmigungsmöglichkeit dort bestehen wird. Das Weitere ist eben auch der Sicherheitsaspekt, was Frau Hillmann eben auch schon ansprach, das ist die stark befahrene Fahrrinne auch in der Elbe. Auch dort ist eben es werden große Q-Max-Schiffe sein, die haben eine Länge von etwa 400 Metern. Die Fahrrinne selbst ist dort nur um die 350 Meter breit. So, das Schiff muss dort in dieser Fahrrinne gewendet werden und dann eben auch bei Tide und auch bei Winden dann eben an die Pier verbracht werden. Das ist schon ein Problem für sich. Das Weitere ist eben die Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal, die in unmittelbarer Nähe dort eben auch zu finden ist. Es herrscht dort eben ein starker Schiffsverkehr, der eben zu berücksichtigen ist. Auch dort wäre eine Kollision oder auch nur ein Schadensfall würde zu erheblichen Katastrophen führen, die auch den internationalen Schiffsverkehr mehr oder weniger behindern würden. Ja, der radioaktive Müll, den ich schon ansprach, der wird dort eben auch, man kann davon wohl ausgehen, dass er da im Zwischenlager, was zurzeit keine Genehmigung hat, eben auch die nächsten 40 Jahre dort wahrscheinlich noch verbringen müssen. Also deswegen wird das Gefahrenpotenzial eben nicht kleiner werden. Und das LNG-Terminal erhöht die Gefährdung ganz ungemein. Deswegen hat ein LNG-Terminal in diesen Dimensionen dort überhaupt keine Auswirkungen oder ist dort nicht angebracht, dort überhaupt zu installieren. Wie ist denn der aktuelle Planungsstand bei diesem LNG-Terminal? Der aktuelle Stand ist, wir haben im Januar 2019 den Scooping-Termin gehabt. Dort sind eben Unterlagen angefordert oder werden Unterlagen angefordert, die durch die Behörden und eben auch durch den Auftraggeber German LNG zu erbringen sind. Das wird irgendwann mal ins Planfeststellungsverfahren oder in die Planfeststellung hineinführen, die es noch nicht gibt. Die wird zwar angekündigt, dass die wohl demnächst kommen sollte. Der zweite Punkt ist, dass German LNG eben Ende 2019 eine Investitionsentscheidung dort eben treffen wollte, die sie nicht getätigt haben, sondern die Stadt Brunsbüttel um eine Verlängerung um 2 Jahre gebeten hat. So, das heißt also bis in 2021 hinein. So, das zeigt schon, dass dort eine große Unsicherheit ist, die diese Investition wahrscheinlich für dieses Unternehmen sehr, sehr schwierig macht. Der Widerstand in Brunsbüttel ist auch groß und wir werden auch sehen, dass wir es verhindern können, dass dort eben das LNG-Terminal nicht gebaut wird. Ja, was ist noch zur Planung? Es ist wirklich dieser Investitionsentscheidung Aufschub von 2 Jahren setzt ja wirklich ein Zeichen, dass dort eine absolute große Unsicherheit ist, dort überhaupt diese Investition zu tätigen. Wie ist denn das in Wilhelmshaven? Frage ich jetzt nochmal Richtung Frau Hillmann. Wilhelmshaven, reichen die Pläne für ein Terminal bis 1975 zurück? Ist das richtig? Ja, es ist in der Tat so, dass bereits seit Mitte der 70er Jahre dass hier in die Planung für den Bau eines Flüssigerdgasterminals tatsächlich immer ein großes Thema immer wieder waren. Damals allerdings noch nicht mit Frackinggas. Allen Plänen gemein ist die Tatsache, dass sie nicht verwirklicht wurden. Und zwar, soweit mir bekannt, dass sie aus Gründen mangelnder Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt wurden. Ich würde
davon ausgehen, dass es heute bei fallenden Gaspreisen und steigenden Angeboten auf dem Gasmarkt umso mehr gilt, dass es also nicht von einer entsprechenden Wirtschaftlichkeit auszugehen ist. Sieht natürlich momentan so aus, als ob wirtschaftliche Überlegungen, Genehmigungsverfahren, gesetzliche Vorgaben eigentlich gar keine Rolle mehr spielen, wenn Steuergelder in Milliardenhöhe in zwei Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven investiert werden soll, um die USA hinsichtlich Nord Stream 2 zu besänftigen. Wenn man sich überlegt, dass bei heftiger Aufteilung der Betreiber Uniper für das Projekt in Wilhelmshaven 500 Millionen bekommen würde, dann hätte er damit sogar noch mehr Geld, als überhaupt an Investitionskosten ursprünglich veranschlagt waren. Wir wissen ja, dass die Pipeline-Kosten ohnehin auf die Gaskunden später umgelegt werden. Insofern wäre das für den Betreiber vollkommen ohne Unternehmerrisiko. Also dann könnte jeder dieses Geschäft machen. Auch da muss ja eine richtige Planung stattfinden. Wie ist denn da der Planungsstand jetzt für das aktuelle, nicht das von 1975, sondern für das aktuell Uniper zuzuordnende LNG-Terminal? Liegt da was vor? Lag da schon was im Rathaus, eine Beteiligungsunterlage? Wie sieht es da aus? Ja, ich würde sagen, da fragen Sie einfach die falsche Person. Die Firma Uniper ist nicht sehr transparent in ihren öffentlichen Mitteilungen. Es ist in der Tat so, dass alles, was wir wissen, wir auch aus der Presse bekommen. Das heißt, dass gerade dieses neue Scoping-Verfahren läuft, dass die Firma Uniper ohne eine Investitionsentscheidung getroffen zu haben und ohne bisheriges Genehmigungsverfahren bereits mit Kunden Vorverträge abschließt, dass die Firma Uniper bereits bei einer japanischen Reederei ein Schiff für die FSRU bestellt hat. Das sind also auch unsere Informationen. Auch wir selbst, also ich persönlich als Anwohner, habe noch nicht irgendwie eine Mitteilung bekommen, wie der Stand der Dinge ist, ob ein Planfeststellungsverfahren jetzt gerade angedacht ist, ob überhaupt eine Investitionsentscheidung getroffen ist. Das letzte Mal, als ich vor ein paar Wochen bei der zuständigen Werbeagentur der Firma Uniper angefragt habe, wurde das noch verneint. Was sind denn jetzt Ihre nächsten Aktionen als Klimaallianz Nordseeküste? Gehen Sie da, suchen Sie da weiter den Diskurs oder gehen Sie da auch auf Konfrontation? Was ist denn Ihre Herangehensweise? Gibt es Veranstaltungen, die man besuchen kann? Ja, also wir planen natürlich weiter. Wir planen auch am 28. Oktober zum Beispiel eine große digitale Infoveranstaltung für den Großraum Friesland, Ostfriesland, Wangerland und Wilhelmshaven. Wir werden weiterhin die BürgerInnen informieren. Wir werden dann Infotischen Unterschriften für unsere Petition keine LNG-Terminals in Deutschland sammeln. Wir werden immer wieder mit Aktionen auf die Gefährlichkeit von LNG hinweisen. Ja, wir sind immer für eine Überraschung gut. Wir werden uns weiter vernetzen, haben vor, uns auch demnächst gemeinsam mit anderen mit einer neuen Petition an den Petitionsausschuss in Niedersachsen zu wenden. Ja, wir lernen täglich dazu und wir werden einfach nicht müde, unser Wissen auch an die Menschen und natürlich auch gerne an die Presse weiterzugeben. Vielen Dank dafür. Dann springe ich nochmal Richtung Brunsbüttel. Wie sieht es denn da aus? Was machen Sie denn mit Ihrem Klimabündnis, Herr Pralo? Sind Sie auch aktiv oder sagen Sie, wir haben da schon andere Wege, weil wenn ich das richtig gesehen habe, das Klimabündnis gegen das LNG in Brunsbüttel ist ja entstanden aus der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager. Wie sind Sie aktiv? Sie sind ja anscheinend schon alter Hase der Bürgerinitiativen und nicht so ganz so frisch wie Frau Hillmann dabei. Was machen Sie? Ja, wir haben mit der Gastjun, also mit dem LNG-Gastbetreiber auch zwei Infoveranstaltungen durchgeführt. Das würden wir wahrscheinlich nie wieder machen, weil wir anfänglich eben dachten, es ist eine partnerschaftliche Sache, die dort läuft, und haben uns darauf eingelassen, dort eben in einem großen
großen Forum dann eben auch die Bühne zu besteigen und eben unsere Position gegen die LNG-Terminal-Betreiberposition zu stellen. Wir hatten dort auch eine ganz große Aufmerksamkeit, aber wir merkten, dass eben diese Form von Information zu einseitig ist. Also wir haben dann eben auch nicht die finanziellen Mittel, um eben entsprechend dann eben präsent sein zu können und unsere Meinung dann eben auch entsprechend kundzutun. Da ist es dann eben schwierig, den Medien gegenüber dann entsprechend als Lautsprecher eben auch auftreten zu können. Sonst, ich erlebe es in der lokalen Presse, dass wirklich im Abstand von 3 bis 4 Wochen jeweils immer ein positiver Artikel über LNG dort gepostet wird. Ein Leserbrief, der von meiner Seite dann eben dort gegen diesen Artikel dann eben auftaucht, wird dann nicht abgedruckt. So, das heißt eben auch Gespräche auf Wochenmärkten, Infoveranstaltungen im kleinen Sinne sind dann eben verdammt schwierig, dort eben überhaupt eine breite Öffentlichkeit überhaupt zu erreichen. Vor allen Dingen Brunsbüttel selber ist ein ganz schwieriges Pflaster, weil Brunsbüttel im Grunde genommen Wirtschaft generieren muss. Also deswegen wäre ein Wirtschaftsbetrieb für Brunsbüttel ganz wichtig. Aber ich glaube, die Stadt selber ist nur daran interessiert, dass auf der Fläche, die zur Verfügung steht, dort eben Wirtschaft eben aufgebaut wird. Das kann aber genauso gut ein Maschinenbaubetrieb sein, der vielleicht viel mehr Arbeitsplätze bringt als dieses LNG-Terminal. Dieses LNG-Terminal wird etwa 70 Arbeitsplätze in dieser Region bringen. Dann ein Wirtschaftswissenschaftler hat auf einer Infoveranstaltung gesagt, dass dieses Terminal etwa 3.500 Arbeitsplätze in der Region generieren wird. Da ging es nur ein großer Lacher durch den ganzen Saal. Wie kann man so weit öffentlich sagen? Weil das hat man schon mal versucht, durch den gesamten Schempkospark dann überhaupt, dass eben Arbeitsplätze in dieser Region generiert werden. Jedenfalls sind wir dabei zu informieren und eben versuchen, eben über die Medien dann eben unsere Position zu LNG überhaupt zu transportieren. Ganz, ganz schwierig. Entschuldigung, ich muss mich auch entschuldigen. Noch eine Frage zum Abschluss, Herr Prahlo. Wir haben die Situation in Brunsbüttel, dass da auch das LNG-Terminal muss mit einer Pipeline an das Gasfernleitungsnetz angebunden werden. Richtig. Wenn ich das sonst richtig gesehen habe, ist das jetzt auch schon im Netzentwicklungsplan Gas, sind diese Leitungen mit drin. Passiert da schon was oder ist das nur auf Papier? Nein, also es wird vom Brunsbüttel Terminal bis nach Hedlingen, wo die Europa-Ferngasleitung dann eben unter der Elbe hin durchgehen wird, sind etwa 80 Kilometer. Diese Pipeline ist mehr oder weniger schon in der Mache. Das heißt eben, es gibt noch keine Planfeststellung dafür, es gibt auch noch keinen Antrag überhaupt dafür, aber es werden Probebohrungen auf Privatgrundstücken schon durchgeführt, um die Bodenbeschaffenheiten überhaupt festzustellen. Es gibt 140 Eigentümer, über die diese Pipeline gehen wird. Man muss sich vorstellen, es ist überwiegend Marschland, durch den diese Pipeline gehen wird. Das heißt, im Marschland ist ein spezielles durch Entwässerungsgräben gezeichnetes Gebiet. Die Landwirte, die dort eben ihre Ländereien haben, sind total besorgt, dass durch den Ausbau dieser Leitung ihre gesamte Hydraulik in ihren Feldern eben zerstört wird. Weiterhin sind Moore dort. Auch dort hat man das Gefühl, das Land Schleswig-Holstein ist gerade dabei, ein Projekt für Moore aufzulegen, die neu zu verwässern und sonst die. Und so wäre, ist dieses gerade das Altenmoor zum Beispiel im Kreis Steinburg, wäre eben so also ein Beispiel, wo eben die Sorge besteht, dass eben diese Bewässerung dann eben sich kontraproduktiv durch diesen Bau dieser LNG-Leitung eben auswirken wird. Also landschaftlich und eben auch für den Wasserhaushalt wäre es total schädlich, dort eben überhaupt so eine Leitung durchzugehen. Wie es baulich aussieht, eben auf Marschgrund, das kann ich nicht beurteilen. Aber dort Gründung von dieser verhältnismäßig schweren Leitung, die dann mit Auftrieb versehen ist und, das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls heißt es eben auch von Freunden, die sich mit Bauen von Pipelinen auskennen, sagen, eigentlich ist das gar nicht machbar. So. Wie Frau Hillmann eben auch schon sagte, die Pipeline
ist dann innerhalb von 4 Wochen durch eine Verordnung in der Bundesnetzagentur zugeordnet worden, wo wir aus allen Wolken fielen, dass so etwas möglich ist, dass eben auch die Baukosten und die Betriebskosten dann eben auf den Gastkunden umgelegt werden. Es ist eine, muss ich zu Deutsch sagen, eine absolute Schweinerei, so etwas zu machen, so etwas politisch in so einer Form durchzusetzen, so ein Hype überhaupt für LNG dort eben voranzutreiben. Dann sollte man die politischen Spielregeln dann einhalten und sich nicht auf die Seite der LNG-Lobbyisten zu schlagen. Klare Worte, vielen Dank. Da fällt mir jetzt, ich hätte jetzt auch ein paar Fragen, die jetzt sozusagen aus der Diskussion entstanden sind, aber ich sehe unser Frage- und Antwort-Chat, der ist knüppelvoll und alle haben mitgerankt. Ich würde jetzt sozusagen die Fragen an alle richten, also an alle meine Interviewpartner, wenn die sozusagen jetzt auch wieder alle zu sehen sind, wäre das schön. Sie sind alle angesprochen und ich fange ganz oben an. Hier ist die Frage drin. Ich habe noch nicht verstanden, warum Herr Lies, der nicht gleich Wasserstoffimportstrukturen schafft, das wäre doch zukunftsfähiger. Grünes Methan ist doch viel energieintensiver als Wasserstoff. Ob sich dessen Import je rechnen wird? Herr Lies, eine ganz klare Frage an Sie. Ja, gerne. Entschuldigung. Achso. Alles klar. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also nochmal, grünes Methan ist nichts anderes als die Umsetzung von grüner Energie in grünen Wasserstoff und dann mit CO2 daraus Methan machen. Ganz normaler Weg. Und man muss dann sehen, welchen energetischen Aufwand betreibe ich, um grünes Methan herzustellen und welchen Aufwand betreibe ich für den Transport. Und ich brauche, wenn ich grünen Wasserstoff transportiere, ungefähr 4-mal so viel Transportkapazität wie für grünes Methan. Und das wird man sehr genau sehen und alle Berechnungen zeigen, dass es dann klüger ist, grünes Methan zu nehmen, was ich auch direkt in das Gasnetz geben kann, entweder heute schon beimischen oder morgen eben als kompletten Ersatz für fossiles Gas. Also das macht auf jeden Fall Sinn und deswegen ist so die Debatte nur am fossilen Gas orientiert, greift zu kurz. Selbst wenn man das ablehnen würde, werden wir definitiv zum Import von Energie perspektivisch LNG-Importinfrastruktur brauchen. Auf jeden Fall brauchen wir sie für grünes LNG. Was sagen meine anderen politischen Vertreter dazu? Imke Biel. Ja, danke. Also man sollte schon fairerweise sagen, wir reden gerade über fossiles LNG. Es gibt ja überhaupt gar kein wirkliches Angebot an grünem Methan, was wir importieren könnten. Und das wird auch in den nächsten wenigen Jahren sich leider nicht ändern. Und selbst wenn, das nützt dem Klima ja nur dann, wenn das Exportland selber zu 100% aus Erneuerbaren versorgt ist. Und da wäre es ja viel hilfreicher, wenn wir als Niedersachsen oder Deutschland helfen würden, dass die Energiewende bei uns vorankommt und woanders, als dass wir Importterminals bauen lassen, die jetzt definitiv zum Import von fossilen Energien, vor allen Dingen von Fracking-Erdgas, genutzt werden. Tobias Goldschmidt. Nochmal zu dem Begriff grünes LNG. Ich glaube, wichtig ist, dass dann auch die C-Quelle erneuerbar ist, bevor man von erneuerbarem LNG oder erneuerbarem Methan sprechen kann. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig festzuhalten. Und der Weg dahin ist natürlich tatsächlich noch total lang. Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht auch noch unklar, ob wir eher grünen Wasserstoff oder eher erneuerbares LNG importieren würden. Das ist letztlich eine Wette auf die Zukunft. Und was sich durchsetzt, wird sich einfach in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen. Und ich teile das, was Imke Biel gerade gesagt hat. Die eigentliche Aufgabe, aber das hat Olaf Lies auch gesagt, ist doch jetzt Gas zu geben beim Ausbau der erneuerbaren Energien und bei der Sektorkopplung. Das ist doch eigentlich das, worum es geht. Und wir streiten, wenn ich das richtig sehe, nur über die Frage, darf man jetzt noch eine Infrastruktur bauen, mit der die oder dessen Geschäftsmodell erstmal auf dem Import von fossilen Energieträgern aufsetzt. So nehme ich jedenfalls die Diskussion wahr. Also, und dann gibt es viele Fragen, die sich auf die Genehmigungsseite beziehen. Das ist ja von den Kolleginnen und Kollegen aus den Bürgerinitiativen dargestellt worden. Da würde ich gerne nochmal, weil ich da auch selber die Zuständigkeit für habe, auf das Genehmigungsverfahren zur Pipeline eingehen. Das ist das Genehmigungsverfahren, was in der Tat am weitesten gediehen ist. Da hat es schon ein Raumordnungsverfahren gegeben, wo die Korridore sozusagen ausgewählt worden sind.
Und jetzt wird gerade tatsächlich die Unterlage für die Planfeststellung vorbereitet. Und genauso wie man das bei Stromleitungen auch macht, muss man da auch an der einen oder anderen Stelle Bodenuntersuchungen machen. Daher diese Anordnung, die es gegeben hat, dass Grundstückseigentümer diese Untersuchungen erdulden müssen von der Planfeststellungsbehörde. Aber ein Punkt ist mir wirklich ganz wichtig, hier nochmal zu sagen. Dieses Pipeline, das präkludiert noch überhaupt keine Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit des Terminals selbst. Im Gegenteil, wird eine Genehmigung für eine Pipeline immer eine auflösende Bedingung enthalten, wenn sich herausstellen sollte, dass das Terminal nicht genehmigt werden kann oder nicht genehmigt werden soll, weil irgendjemand sich dagegen entscheidet, beispielsweise auch das Konsortium, dann wäre automatisch auch die Genehmigung für die Pipeline hinfällig. Das wird auch dann so in so einem Genehmigungsbescheid hinterlegt. Also da muss man jetzt keine Angst haben, dass mit so einer Leitungsinfrastruktur ein Präjudiz für eine Genehmigung von der Anlage selbst geschaffen wird. Und die ganzen Sorgen und Befürchtungen von Landwirten und Eigentümern und Bürgerinitiativen, die haben ja ihren Ort dann auch im Genehmigungsverfahren. Und Sorge um Hydraulik und letztlich die Entwässerung von Feldern und Bodenerwärmung, die müssen genau da eingebracht werden in so ein Genehmigungsverfahren. Die Frage ist jetzt gerade auch nochmal aufgekommen, warum läuft denn schon das Planfeststellungsverfahren für die Anschlusspipeline in Brunsbüttel? Das läuft überhaupt gar nicht. Es hat ein Raumordnungsverfahren gegeben und der Vorhabenträger bereitet gerade seine Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren vor. Okay, Norbert Pralo? Ja, aber für mich wäre es doch erst sinnvoll, wenn eine Genehmigung fürs Terminal vorliegen würde, dass dann erst überhaupt über den Leitungsbau überhaupt erst entschieden würde, ob dann auch erst dann mit der Planung begonnen wird. Wie kann man im Vorfeld dort schon eine Planung festlegen für etwas, was es noch überhaupt nicht gibt? Das verstehe ich nicht. Diese Reihenfolge ist mir suspekt. Tobias Goldschmidt, können Sie das erläutern? Wieso, weshalb, warum? Das kann ich, weil nicht genau der gleiche Fehler gemacht werden soll, wie wir das beim Stromnetzausbau gemacht haben, dass wir da Jahre zu spät kommen. Und wie ich schon gesagt habe, der Bau der Leitung kann natürlich erst dann losgehen, wenn auch das Terminal errichtet wird. Also es wird keiner eine Leitung bauen, ohne die Entscheidung zu haben, dass auch das Terminal errichtet werden kann. Das wird auch die Genehmigung gar nicht zulassen, wenn es denn überhaupt eine Genehmigung für so eine Leitung geben wird. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, der Vergleich mit den Stromnetzen hinkt mir ein bisschen, weil die erneuerbaren Energien, die Anlagen waren ja da und dann haben wir gesagt, wir brauchen die Stromleitung. Jetzt, also da war ja der Bedarf, die Anlagen, die Windräder, die Solaranlagen etc. pp. Und jetzt ist es ja irgendwie andersrum. Wir bauen jetzt erst die Leitung, obwohl noch nicht mal eine Anlage, der Bedarf ist ja noch nicht mal geschaffen. Da steht ja noch kein LNG-Terminal, um die Leitung zu bauen. Das ist mir jetzt so ein bisschen Krux. Genau deswegen wird ja die Leitung nicht gebaut, sondern die Leitung ist ja nur im Genehmigungsverfahren, beziehungsweise das Genehmigungsverfahren wird vorbereitet. Und ich hatte ja gerade gesagt, falls es zu einer Genehmigung kommt, alle Genehmigungsverfahren sind immer ergebnisoffen, wird so eine Genehmigung natürlich eine Bestimmung enthalten, dass die Leitung, die Bautätigkeit nur dann beginnen darf, wenn auch das Terminal da ist. Okay, verstanden. Weitere Fragen, die hier aufgekommen sind im Chat. Das finde ich spannend, weil da habe ich gar keine Ahnung von. Besteht bei einer Überprüfung des Fracking-Moratoriums, ich gehe mal davon aus 2022, und bestehende LNG-Strukturen die Gefahr der Aufweichung des Fracking-Verbots in Deutschland? Weil ja denn Fracking sozusagen importiert werden kann. An wen stelle ich denn diese Frage? Ich gehe mal an Herrn Lies nochmal nach Niedersachsen und dann Tobias Goldschmidt und Imke Bild. Ja, also es gibt kein Fracking-Moratorium in Deutschland, sondern was wir auf den Weg gebracht haben als rot-grüne Landesregierung in der letzten Legislatur, ist, dass Fracking in Trinkwasserschutzgebieten verboten wird. Ansonsten wird das in Deutschland angewandt. Und was auch Ziel sein muss, dass wir Erdgasförderung insgesamt in Trinkwasserschutzgebieten verbieten. Aber ansonsten gibt es kein Moratorium. Das ist auch losgelöst davon. Fracking ist eine Technologie, um Erdgas sozusagen zu fördern oder freizusetzen, um es fördern zu können. Das ist zunächst mal unabhängig von dem eigentlichen Erdgas. Und wir haben 20% Erdgas aus den USA, also 80% des Erdgases, das weltweit auf dem Markt ist, wird zu ganz geringen Anteilen überhaupt nur gefrackt. Das ist eigentlich nur Europa, wo das der Fall ist, und sonst eben vor allem die USA. Also das heißt, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das Fracking-Moratorium oder beziehungsweise, dass es zurzeit keine Verfahren gibt mit der Frage, ob man LNG aus gefracktem Gas importiert. Botschaft muss sein,
Wir brauchen, und das begrüße ich sehr, ich bin gar nicht dafür, ich will das gar nicht, dass wir das aus den USA importieren, dass wir eine Zertifizierung auch von LNG haben, an dessen Feststellung oder an dessen Zertifizierung wir feststellen können, wie zum Beispiel die Methansituation ist, ob das unter welchen Bedingungen das produziert worden ist. Dagegen spricht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Das wäre das Einzige, wo man eben auch am Ende auch Marktpreise generieren kann, sagen kann, gefördertes Erdgas, fossiles Gas mit einer geringeren Methanbelastung bei der Förderung hat eben Vorteile gegenüber Erdgas, das eben aus der Fracking-Technologie stammt. Okay, ich würde jetzt mal sagen, Imke Biel, wie übersetzen Sie das oder wie sehen Sie das? Ja, also es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass wir hier natürlich vor allen Dingen 2016, aber bis heute riesige Fracking-Diskussionen haben. Und ich denke, der Fragesteller meint vor allen Dingen das Schiefergas-Fracking, was ja tatsächlich wir ein Moratorium haben und hoffentlich aus diesem Moratorium auch ein endgültiges Verbot entsteht. Da setzen wir uns auch ganz massiv für ein. Und aktuell sehe ich nicht, wie man verhindern möchte, dass eben, also die LNG-Terminals, die werden gebaut aus geopolitischen Überzeugungen und nicht aus energiepolitischen, eben um Trump etwas Gutes zu tun. Und wenn wir dann nicht das gefrackte Erdgas aus Amerika importieren, dann nützt das Ganze irgendwie sowieso niemandem mehr. Dann ist es noch unverständlicher. Und da muss man ja sagen, dass LNG, auch wenn es aus nicht gefracktem Erdgas hergestellt wird, ist eben sehr energieintensiv, ist sehr teuer und ist sehr klimaschädigend. Allein wenn man sich vorstellt, was für Energie da reingeht, damit es dann bis zu uns kommt und dann die Idee, das auch noch zurück zu Erdgas umwandeln zu wollen, ins ganz normale Erdgasnetz speisen zu wollen, ist noch absurder und noch klimaschädlicher andersrum. Wenn wir dann aber wirklich von gefracktem Erdgas sprechen, dann sind die Methanleckagen natürlich so absurd hoch. Das ist ein krasser Klimakiller, den wir uns da importieren. Und gleichzeitig zu sagen, wir wollen hier Schiefergas-Fracking nicht haben in Deutschland, weil wir sagen, das hat so schlimme Umweltfolgen, das birgt so große Risiken. Und dann aber Fracking in einem anderen großen Land zu unterstützen, schwer erklärbar den Leuten, würde ich mal sagen. Darf ich vielleicht nur ganz kurz, weil jetzt ich durch Imke Biel erst verstanden habe, dass die Frage sich ausschließlich auf die Frage von Fracking im Schiefergas richtet. Das stimmt, das ist eigentlich logisch. Mein Problem ist, Fracking heißt es immer. Das eine ist sozusagen Erdgasförderung aus konventionellen, das andere aus unkonventionellen Lagerstätten, so Schiefergas. Das wird es in Niedersachsen nicht geben, definitiv nicht. Und ich bin auch fest überzeugt, dass es das in Deutschland nicht gibt. Da gibt es ein klares Petitum, nicht nur unserer rot-grünen Landesregierung, die das hatte, sondern ich glaube, das wird auch über Landesregierungen hinwegbleiben. Nur falls das missverständlich ist, das wird es nicht geben. Das ist für mich kein Moratorium, das ist für mich eine Entscheidung, dass es das nicht gibt. Tobias Goldschmidt, die Ergänzung aus Schleswig-Holstein aus dem Hohen Norden. Ja, für mich genau wie für Olaf Lies ist das eine klare Sache, aber der ethisch-moralische Punkt, auf den Imke Biel hinweist, der bleibt natürlich, dass wir uns entscheiden, hier bestimmte Dinge in Deutschland nicht zu tun, gleichzeitig aber Dinge an den internationalen Märkten einkaufen, die letztlich den hier vermiedenen Umweltschaden exportieren. Das ist natürlich einer. Das ist aber aus meiner Sicht kein spezielles Fracking-Thema und kein spezielles Erdgas-Thema, sondern zieht sich komplett durch die Industriegesellschaft. Und auch für konventionelle Förderung von Kohlenwasserstoffen stoßen wir ja hier an Akzeptanzgrenzen. Wir stößen nur an einer Stelle nicht an Akzeptanzgrenzen, was Kohlenwasserstoffe angeht, und das ist an der Tankstelle, weil da halten die meisten noch den Zapfhahn da rein, so in ihr Auto. Ja? Und das ist jetzt der Punkt. Wir müssen sozusagen Alternativen schaffen. Und ich fühle mich ehrlich gesagt als Staatssekretär in einem kleinen Bundesland völlig überfordert mit der Frage, dass ich unterscheiden soll zwischen Herrn Putin und Herrn Trump und dem Scheich von Katar. Das ist nicht mein Job, ehrlich gesagt. Und ich will das auch gar nicht entscheiden, weil ich mich damit keine Antwort wohlfühle. Und wenn ich dann gucke, was in Holland, in Groningen, da komme ich ursprünglich aus der Gegend her, was da mit der Erdgasförderung angerichtet ist, ist das ja nun auch nicht toll gewesen, selbst unter demokratischen Bedingungen. Das heißt,
wir kreisen hier immer eigentlich nur um das eine Thema. Wir müssen weg von der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Und noch hängt die deutsche Volkswirtschaft, ehrlich gesagt, am Gas. Und wir sollten eigentlich darüber reden, wie wir das beenden. Ist aber leider heute nicht das Thema, lieber Tobias Goldschmidt, sondern die Frage. Ja, Mist. Müssen wir nochmal eine nächste Runde machen. Aber was jetzt ja auch schon nochmal ankam, waren die Punkte so Kosten, Klimaschäden etc. pp. Und da gab es auch eine Frage im F&A-Chat. Wer trägt denn eigentlich die Kosten bzw. haftet für die Schäden, wenn jetzt Fehlinvestitionen getroffen werden, die bei vielen von uns eigentlich jetzt schon keinen Sinn machen? Wer zahlt das denn? Ist das der Steuerzahler? Ist das der Gaskunde? Wer muss blechen? Frage an die Politik. Ich fange im hohen Norden an. Nein, ich wurde korrigiert, im echten Norden soll ich anfangen. Ja, das ist natürlich eine Entscheidung. Der Staat hat sich entschieden, dafür Geld zur Verfügung zu stellen. Und ein Investor hat sich entschieden, zu investieren, beziehungsweise möglicherweise wird er sich entscheiden, zu investieren. Das ist jedenfalls in Schleswig-Holstein diese Investitionsentscheidung noch gar nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, wie das in Niedersachsen ist. Ich glaube da auch nicht. Und insofern, falls so ein Investment am Ende stranded sein sollte, dann werden die beiden Seiten ein Stück weit auf den Kosten sitzen bleiben. Das ist natürlich klar. Herr Lies, dein Feuer frei. Ja, gerne. Ja, so schön ist es, glaube ich, nicht. Also vielleicht muss man auch noch mal auf die Frage oder den Hinweis, der vorhin kam, eingehen. Also ich bezweifle, dass irgendeiner 500 Millionen als Staat gibt für ein LNG-Terminal. Das ist überhaupt beihilferechtlich gar nicht möglich. Das ist einfach eine absurde, ich weiß gar nicht, wie diese Diskussion entstanden ist. Das ist völlig abenteuerlich. Ich kann nicht einem Unternehmen 500 Millionen geben, das ein LNG-Terminal baut. Das kann ich gar nicht begründen, weil es sozusagen beihilferechtlich gar nicht geht. Die Idee ist, dass beide Terminals, dass Terminals, die in Fördergebieten liegen, nur für die gilt das, deswegen gilt es nicht für Stade, sondern nur, ich glaube, für Brunsbüttel müsste es eben auch gelten und für Wilhelmshaven, können eine besondere Förderung bekommen. Die summiert sich auf maximal 50 Millionen. 25 Millionen zahlt der Bund, 25 müsste dann das Land zahlen. Die würde auch erst gezahlt, wenn der Terminal in Betrieb gegangen ist. Da dient dazu, die Anfangsdefizite auszugleichen. Das ist eine Investitionsentscheidung eines Unternehmens. Wenn das nicht läuft, ist das das fehlerhafte Investment des Unternehmens, also die finanzielle Seite, liegt nahezu ausschließlich beim Unternehmen. Allerdings auch eins ist klar, wenn da etwas steht, was nicht genutzt wird, bleibt es ein Umweltschaden, der dann entstanden ist. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber die Investition selber ist eine Investitionsentscheidung und auch eine Investition selber, die trägt das Unternehmen, das trägt das Risiko, wie in allen anderen Entscheidungen, die getroffen werden, als Investitionsentscheidung auch. Zu guter Letzt auch noch Imke Bühl und Sabine Hillmann. Und Norbert Trallo natürlich auch, gern. Aber ich fange bei Imke an. Ja, auch ein ganz wichtiges Thema. Und wir sind da ja gebranntes Kind in Deutschland. Ich sag mal so, Atomausstieg, Kohleausstieg, das haben wir jetzt lange und breit diskutiert. Und die Entschädigungssummen, die der Staat da zahlt, sind enorm. Ich glaube, niemand von uns kann sich solche Summen wirklich bildlich vorstellen, was das bedeutet. Und die nächste Entschädigungsdebatte, die kommt bald. Und das wird dann eben die Erdgasinfrastruktur sein. Da gehören dann auch die LNG-Terminals dazu. Denn klar, wenn das wirtschaftlich alles nicht klappt und hat Frau Hillmann vorhin schon ganz richtig gesagt, Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind ja jetzt sowieso gerade nicht en vogue, weil der Staat bereit ist, sehr viel Geld zu zahlen. Und die eine Milliarde konnte man ja der Presse entnehmen, dass Scholz die locker machen möchte. Spannend, woher die kommt in Corona-Wirtschaftskrisenzeiten und die Frage, ob man diese eine Milliarde nicht besser in den Klimaschutz investieren sollte, aber gut. Und wenn wir jetzt noch weiter fossile Infrastruktur ausbauen und dann sogar noch mit staatlicher Förderung und dann in wenigen Jahrzehnten sagen, so, jetzt solltet ihr aber nicht mehr benutzen für fossile Energien, dann haben wir doch die Entschädigungsdebatte Nummer 3, und zwar völlig unnötigerweise. Wir haben jetzt zweimal gemerkt, was passiert, wenn Politik sich nicht überlegt, wie es in ein paar Jahren und Jahrzehnten aussehen soll. Und das sollte uns nicht zum dritten Mal passieren. Deswegen im Jahr 2020 haben wir definitiv weder Anlass noch Sinnhaftigkeit, in neue fossile Infrastruktur zu investieren. Sonst da kann ich auch gleich Frau Biel hat mehr oder weniger schon meine Antwort oder meine Frage auch schon vorweggenommen. Bin ich überhaupt auf Sendung? Doch, bin ich. Dann ist die Frage an Herrn Lies von mir. Wie wird denn diese eine Milliarde denn eingesetzt? Sie sagen, Sie können keine Betriebe
finanziell unterstützen. Was bewirkt denn diese Milliarde? Wo bleibt die? Was passiert damit? Können Sie das einmal erklären? Herr Lies, die eine Milliarde von Herrn Scholz, Sie müssen sie jetzt erklären. Ja, die will ich gar nicht erklären, weil das Quatsch ist. Es kann keine Milliarde für LNG-Infrastruktur geben. Gibt es auch nicht. Das halte ich für völlig unrealistisch. Würde ich auch nie unterstützen. Nie. Weil das, was ich gesagt habe, war, dass es eine Förderung gibt in der Größenordnung, die wir auch kennen, die wir auch gegenfinanzieren müssen als Land. Das sind diese 50 Millionen pro Terminal, wenn es im Fördergebiet ist. Alles andere, ich weiß nicht, wo die Zahl herkommt. Ich weiß auch nicht, wer sich die ausgedacht hat oder ob er sich die ausgedacht hat. Das ist völlig unrealistisch. Wir werden auch als Staat keine Terminals bezahlen und die betreiben, sondern das werden private Investoren machen müssen. Die müssen ihr Geld investieren. Die müssen wissen, gibt es ein Geschäftsmodell, gibt es keins. Und übrigens diese Debatte, und wenn wir es dann morgen verbieten, dann wird eine Forderung sein. Der Unterschied ist eben, Kohle ersetzen wir nicht durch synthetische Kohle. Und wir ersetzen auch Öl nicht, sondern bei LNG ist es so, dass wir es zukünftig ersetzen werden. Das ist keine Philosophie in die Zukunft, das ist klare Realität aller Energieszenarien, die wir haben. Das erfinde ich ja nicht neu. Dass wir eben Energie importieren müssen, dass das auf diesem Weg ist und dass wir dafür die Terminal-Infrastruktur brauchen. Deswegen ist es aus meiner Sicht kein Stranded Investment, egal ob es 10 oder 15 Jahre dauert, bis eben nicht mehr das fossile Gas oder das synthetische Gas importiert wird. Dann die, doch noch einmal eine Nachfrage. Wo kommt denn die Zahl her? Die Zeit hat das recherchiert und es ist öffentlich gemacht worden. Ehrlicherweise haben Sie recht, das frage ich mich auch. Ich war total erschrocken darüber, weil ich das wirklich auch für Quatsch halte. Ich kenne die Zahlen nicht, ich kenne sie auch nur aus den Medien. Ich halte das für falsch. Ich würde nie zustimmen, dass wir das selber machen, weil ich das auch nicht für notwendig halte, weil wir das Geld wirklich woanders investieren können. Ich bin bereit, diese sozusagen 50 Millionen auch mitzutragen, aber ich bin nicht bereit, dass wir 1 Million eine Infrastruktur finanzieren. Das muss der Investor machen, weil der weiß auch am besten, ob wir Geschäfte. Bitte? Was habe ich gesagt? Milliarde. 1 Million. Ja, 1 Million. Also reden wir ja gar nicht über solche Summen. Nein, also das ist wirklich, halte ich für völlig unrealistisch und halte ich auch für falsch. Würde ich auch gar nicht akzeptieren. Sondern der Staat betreibt Häfen, sondern in Brunsbüttel ist ein Vielzweckhafen mal geplant worden, der mit einer Landesförderung von 90% war. Wieso kann das diese Förderung dann nicht auch in LNG-Terminals fahren? Dass das Land, der Bund sagt, wir bauen. Weil und verpachten an den Betreiber. Weil wir das nicht machen. Weil, also ich meine, ich weiß nicht, ob Schleswig-Holstein das macht. In Niedersachsen ist der Hafen und die Kajenkante immer Landesbesitz, weil wir nicht wollen, dass ein Dritter darüber verfügen kann. Also investieren wir in den Hafen. Gutes Beispiel, ja, die Weserbrücke. Wir haben die Fläche gebaut und die ist da. Alles, was notwendig ist an Infrastruktur, also wie beim Containerterminal Brücken oder alles, was zum Betrieb nehmen ist, das zahlt immer der Betreiber. Es gibt bei uns keine Investition in Terminal-Infrastruktur wie eine Regasifikationsanlage oder so. Das gibt es bei uns nicht, sondern bei uns gibt es nur ein Terminal, den wollen wir behalten, damit nicht Private den in ihre Hände bekommen. Aber alles andere ist Aufgabe des privaten Investors und muss auch so sein. Weil das ist ja absurd, warum wir das Risiko übernehmen, dass ich überhaupt keinen Grund für. Ja, Sabine Hillmann jetzt dran. Und Norbert Pralo, Ihnen gebe ich noch mit auf den Weg. Wir müssen ja auch noch mit Herrn Scholz sprechen, wo er die 1 Milliarde sozusagen hergezaubert hat. Aber da genau, ich würde das Thema auch noch einmal ganz kurz aufgreifen. Vielleicht kann ja Herr Lies mit seinem Parteikollegen das noch mal besprechen, was Herr Scholz damit gemeint hat und wer das Geld genau bekommen soll. Das würde uns alle sehr werbend interessieren. Ich hätte auch noch eine Frage an Herrn Lies. Er hatte eben noch mal angesprochen, diese Geschichte, dass es leider nicht kontrollierbar ist, mit was für Methoden das hier angelandete Gas gefördert wurde. Ich habe mehrfach die Firma Uniper diesbezüglich auch angesprochen und habe gefragt, ob sie vielleicht bereit wären, mir mitzuteilen, ob sie ausschließen können, dass Fracking-Gas importiert werden soll. Das konnten sie nicht. Sie haben gesagt, ja, wir stellen nur die Infrastruktur zur Verfügung. Wir wissen nicht, woher die Marktteilnehmer dann das Gas beziehen werden und welche die Marktteilnehmer im entscheidenden Fall dann auch sein werden. Jetzt würde ich gerne wissen von Herrn Lies, Sie sind ja erster Vorsitzender des Beirats der Bundesnetzagentur. Haben Sie nicht Möglichkeiten, darauf hinzuwirken, was für Gas in unser deutsches Netz eingespeist wird? Also der Gedanke hat einen gewissen Charme. Also will ich mich gar nicht von freimachen. Deswegen habe ich das vorhin mit der Zertifizierung benannt. Allerdings
Und jetzt fange ich mal bei Uniper an. Uniper importiert ja nicht selber. Die machen das über Unternehmen, die über den Terminal von Uniper importieren. Und ich weiß ja, wir machen das. Ne? Ich will mal offen sagen, das ist natürlich auch eine wunderbare Athena, weil Fracking ist was ganz Gruseliges, ist auch noch ein schlimmes Wort. Und das nehmen wir jetzt als Grundlage. Wenn wir einfach mal bei der LNG-Debatte bleiben würden, dann würde es ja eigentlich schon ausreichen. Wir importieren Gas. Nur 20% überhaupt der weltweiten Produktion. Vielleicht, wenn Sie gerade meine Frage beantworten können. Mache ich. Ja, aber das gehört ja dazu, weil es immer wieder ist. Man muss es ja immer mal versachlichen, finde ich dabei. Es geht nicht um Fracking-Gas, es geht um Import von Gas. Es geht auch um Fracking-Gas. Es geht möglicherweise, das wissen wir eben nicht, auch um Fracking-Gas. So, wir können in der BNetzA, haben wir geregelt, wie sozusagen die Import- die Anbindungsinfrastruktur finanziert wird. Das war vorhin auch. Das wird an der Menge festgemacht. Das heißt, die Importinfrastruktur, Pipeline, wenn kein Gas durchfließt, wird nie bezahlt vom Gaskunden. Wird immer nur bezahlt, wenn auch tatsächlich festgemacht am Volumen was durchfließt. Aber wir können nicht festlegen, ob wir gefracktes oder nicht gefracktes Gas haben. Kann man übrigens auch gar nicht messen. Sondern es ist LNG, also Gas, das sozusagen in der Struktur zunächst mal ja nicht sichtbar ist, ob es gefrackt, nicht gefrackt ist oder gemischt ist. Das wird man nicht machen können, es sei denn, man kommt in der Weltorganisation oder man sagt in europaweit, würde man sagen, es gibt zum Beispiel an dem Methanschlupf festgemacht bestimmte Parameter und die müssen abgebildet werden. Das könnte man zum Beispiel machen. National halte ich das für unrealistisch, was werden wir auch nicht dürfen. Aber europäisch wäre das ein spannender Gedanke, wenn es dazu eine gemeinsame Haltung gäbe, dass wir sagen, wir wollen das nicht mehr und wir wollen das auch nicht importieren, könnte das ein Weg sein, gibt es aber ehrlicherweise noch nicht. So, die Bundesnetzagentur kann nicht festlegen, der Import darf nur erfolgen über nicht gefracktes Gas. Das ist ein bisschen so wie den Stromleitungen, da legen wir auch nicht fest, wenn wir aus der Kernenergie aussteigen, es darf kein Kernenergiestrom mehr reinkommen. Das ist im Prinzip nichts anderes und ehrlicherweise ist die Kernenergie in den Ländern, in den Nachbarländern genauso gefährlich wie bei uns und es gefällt mir auch nicht, dass die einfach weitermachen. Es ist im Prinzip das gleiche Thema, das können wir in der Infrastruktur nicht vorgeben, ob es gefrackt, nicht gefrackt ist, genauso wenig wie wir vorgeben können, ob es Kernenergiestrom, Kohlestrom ist oder erneuerbarer Strom ist. Also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, das heißt, Sie würden also Sie würden sagen, dass da ja der Gas, die Kosten für die Pipeline letztendlich auf die Gaskunden umgelegt werden, ist also so, wenn ich das mal in einem etwas krassen Beispiel vielleicht mal vergleichen möchte. Wir stellen also Deutschland eine kostenlose Infrastruktur beispielsweise für Internet zur Verfügung und letztendlich ist keiner dafür verantwortlich und es geht auch keinem was an, ob dahinter ja Waffengeschäfte drüber abgewickelt werden oder Kinderpornografie verteilt werden. Das ist dann egal. Man macht einfach kostenlos, stellt man es zur Verfügung und sagt, ja, für den Rest sind wir nicht verantwortlich, das regelt schon der Markt. Das ist jetzt ein krudes Beispiel, finde ich. Da muss man wirklich sagen, vor allem, wenn man jetzt auch noch anfängt, Dinge wie Kinderpornografie da reinzubringen, lassen Sie uns doch sachlich bleiben. Was soll das? Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Hier geht es ausschließlich darum, erstmal, es ist eine Infrastruktur, die gebaut wird. Die finanziert sich aus der Nutzung. Das heißt, der Kunde zahlt nur, wenn sie wirklich genutzt wird. Wir investieren da nicht. Das machen wir bei den Stromleitungen genauso, bei allen anderen Gasleitungen. Ein völlig normaler Weg. Also gibt es nichts, was man sozusagen problematisieren kann. Das ist ein völlig normaler Umgang damit. Und es wird nur gemacht, wenn ein Bedarf überhaupt festgestellt wird. Das haben wir vorhin auch gehört, das wird gar nicht gebaut. Ansonsten legen wir das nicht fest, sondern wir sagen, die Infrastruktur ist ausgelegt darauf, Erdgas zu transportieren. Auch nicht LNG, sondern es wird ja regasifiziert, sondern es wird Erdgas transportiert. Und dafür ist die Pipeline. Genau wie die Stromleitung, bei der wir das auch nicht festlegen. Das legen wir nicht fest, weil es auch gar nicht feststellbar ist, woran will man das festlegen. Machen wir bei Strom auch nicht. Und das ist der Vergleich, den Sie ziehen müssen. Und nicht, wirklich skurrile Beispiele, die eigentlich nur dazu dienen wollen, jetzt noch weiter zu dramatisieren. Das ist doch nicht fair. Was soll das? Das zeigt aber auch so ein bisschen die emotionale Bandbreite, die einfach auch damit da reinspielt in das Thema. Und natürlich in dem Fall auch ihre politische Rolle. Das müssen wir ja auch anerkennen, weil natürlich auch unterschiedliche Menschentypen in ihrer Rolle aufeinandertreffen. Norbert Prahle noch und dann habe ich noch zwei, drei Fragen, die hochgerankt sind. Und dann laufen wir auch schon ans Ende der Veranstaltung. Norbert. Ich möchte gern an Herrn Goldschmidt eine Frage stellen. Und zwar steht im Koalitionsvertrag des Landes Schleswig-Holstein drin, dass der Vielzweckhafen und ein Terminal gebaut werden, ein LNG-Terminal in Brunsbüttel gebaut werden sollen. Und man geht bei den Grünen davon aus, dass es ein kleines LNG-Terminal ist, mehr oder weniger eine Tankstelle, so ist es angedacht. Wie kommen Sie aus dieser
aus diesem Koalitionsvertrag heraus, aus diesem Satz heraus, wie werden Sie sich dort verhalten? Wird auch zuzüglich der Vielzweckhafen gebaut? Wird das Terminal kleiner gebaut? Wie werden Sie sich dort verhalten? Das wäre eine wichtige Frage, glaube ich, die im Land Schleswig-Holstein ganz, ganz viele Menschen interessiert. Wie es Gold wird, konkrete Fragen. Ja, der Koalitionsvertrag ist natürlich immer ein Produkt von Verhandlungen. Ich bin in einem Ministerium, das grün geführt ist. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen sehr viel durchbekommen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Wir haben in dem Koalitionsvertrag aber auch eine Formulierung zugestimmt, in der die ein LNG-Terminal unterstützt. Tatsächlich ist da auch eine Formulierung drin, dass auch der Fehlzweckhafen weiter geplant wird. Das scheint Stand heute, jedenfalls nach meinem Stand, so nicht möglich zu sein, den Fehlzweckhafen auch entsprechend zu realisieren. Jetzt stellt das Konsortium einen Antrag auf ein Terminal und ich nehme die Diskussion in der Koalition nicht so wahr, dass dieses Terminal nicht gebaut werden darf, sondern es ist schon die allgemeine Verständigung darauf, dass wir das Terminal nicht als ein Klimaschutzprojekt sehen, aber als eines, was eben andere Vorteile hat für den Wirtschaftsstandort und was durchaus klimapolitisch auch mitgetragen werden kann, beziehungsweise akzeptiert werden kann. Das ist ja auch die Wortwahl, die Olaf Lies gerade gefunden hat für die Finanzierungsfrage und die Landesbeteiligung, die bei uns genauso wie in Niedersachsen beantwortet worden ist von den Koalitionspartnern. Also spielt der Koalitionsvertrag überhaupt keine Rolle mehr? Und Sie versuchen es einfach in die Richtung zu drängen, es ist kein Klimafrage dort, sondern wir investieren und gewähren einem Investor eben eine Gewinnmöglichkeit. Der Koalitionsvertrag ist eben nicht völlig sozusagen völlig glasklar. Er formuliert eine Unterstützung für ein LNG-Projekt und dann kann man sich für die eine oder andere Seite entscheiden. Und die Koalition hat sich dafür entschieden, auch Geld für ein Terminal landesseitig zur Verfügung zu stellen. Und die Frage der Genehmigungsverfahren ist ja ohnehin unabhängig von Koalitionsverträgen zu sehen. Da hat jedes Unternehmen Antragsfreiheit und auch einen Anspruch auf Genehmigung. Das ist da völlig egal, was in Koalitionsverträgen drinsteht. Und das ist ehrlich gesagt auch gut so, weil ansonsten Industrie ja in Deutschland gar nicht mehr funktionieren könnte. Das ist mein Stichwort. Mein Stichwort ist Genehmigungsverfahren und dass das sozusagen laufen muss nach Recht und Ordnung, wenn auch egal, was im Koalitionsvertrag sozusagen drinsteht. Meine Frage zum Abschluss, auch nochmal gern an Herrn Lies und Herrn Goldschmidt und gern noch an Imke Bill. Wenn man jetzt Bedenken hat zur Klimawirkung vom fossilen Erdgas und LNG und der natürlich dazugehörigen Infrastruktur, wo ist denn Platz in einem Planungs- und Genehmigungsverfahren für solche, um solche Bedenken anregen zu können? Das ist auch eine Frage aus dem Frage- und Antwort-Chat. Naja, wir haben Genehmigungsverfahren, die durchlaufen werden. Das ist dann das Planfeststellungsverfahren mit der Öffentlichkeitsbeteiligung. Dort können Einwände gemacht werden. Die müssen gewertet und gewichtet werden, aber sie können nur zum Verfahrensweg gemacht werden. Wenn man also sagt, ich finde das Projekt deshalb nicht gut, weil es aus meiner Sicht, die ich dann vielleicht ja auch sogar belege, klimapolitisch falsch ist, dann ist das kein Abwägungsgrund, der dazu führt, dass ein Verfahren nicht genehmigt wird. Also tatsächlich geht es bei den Fragen der Genehmigung nur um harte Faktoren, die sich natürlich auf Umweltschutz, auf Emissionen widerspiegeln, aber eben aus dem Projekt heraus und nicht aus einer Grundsatzbetrachtung heraus. Das gehört nicht zur Abwägung in einem Planfeststellungsverfahren. Das sind aber dann letztlich so die Risiken, die Sabine Hillmann beispielsweise am Anfang geschildert hat, Meeresbiotop, was gestört ist, etc. Das muss man damit reinbringen. Genau, das muss alles da rein, das gehört auch da rein. Das war ja einer der Gründe, dass eben Uniper sehr früh eine Untersuchung gemacht hat, gesehen hat, dass er ein Biotop. Er hätte versuchen können zu sagen, trotz des Biotops zu bauen, haben sie gesagt, das macht keinen Sinn, sondern sie suchen nach einer alternativen Lösung. Wenn es da wieder ein Problem gibt mit einem Biotop, dann kann wieder nicht gebaut werden. Also das ist so. Dann kann man auch nicht verändern, sondern da ist ganz klar, der Naturschutz, der wird nicht aufgeweicht, weil ich politisch etwas will. Das ist, was Tobias Goldschmidt sagt. Jeder kann das beantragen. Der Koalitionsvertrag setzt nichts durch, was rechtlich nicht möglich ist. Und im Rechtsverfahren, im Planungsverfahren wird sehr sorgfältig geprüft. Das ist unabhängig, transparent und kann auch von jedem nachvollzogen und sogar beklagt werden. Tobias Goldschmidt nickt nur, das ist auch in Schleswig-Holstein nicht anders. Oder?
Nö, das ist Gott sei Dank hier nicht anders, natürlich nicht. Was ich noch einmal kurz ansprechen wollte, weil das auch vorhin Thema war, ich finde es auch nicht passend zu sagen, oh, da sind Störfallbetriebe oder oh, da ist ein Atomkraftwerk und es soll trotzdem genehmigt werden. Das ist ja nicht so. Es ist ja so, dass die Anlagen da sind und das Störfallrecht und Atomrecht so ziemlich die härtesten Rechtsregime sind, die es überhaupt in dem Bereich gibt. Und wir haben 3 Genehmigungsverfahren für die Anlage, die Pipeline, sozusagen die Anlage selbst und das hafenrechtliche Genehmigungsverfahren. Und diese Rechtsgebiete, die hier genannt sind, die werden da ja alle zur Anwendung gebracht in den Verfahren und sind dann auch entsprechend abzuprüfen und auch entsprechend nachzuvollziehen in den Genehmigungsverfahren und auch dann entsprechend anzugreifen, wenn der Eindruck entsteht, dass das nicht sauber geklärt worden ist, wie zum Beispiel Druckausbreitungswellen entstehen könnten und wie die auf das Atomzwischenlager wirken könnten oder auf die Müllverbrennungsanlage oder was auch immer. Also das sind alles Punkte, mit denen sich ein Vorhabenträger in einem ergebnisoffenen Genehmigungsverfahren auseinandersetzen muss. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit der Grund dafür ist, warum immer noch kein auslegungsreifer Antrag vorliegt. Dass nämlich die Vorhabenträger da ein verdammt dickes Brett zu bohren haben, um so eine Anlage auch in einem Industriegebiet wie in Brunsbüttel genehmigungsfähig zu bekommen. Und das ist auch gut und richtig so. Ton an, sonst wird das nichts in den letzten Minuten. Vielen herzlichen Dank an all meine Diskussionsteilnehmer, an meine Inputgeber, Interviewpartner. Ich bin sozusagen raus. Ich habe jetzt auch ganz schön Durst. Ich habe nämlich die ganze Zeit nichts getrunken, weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und ich gebe jetzt aber noch für das Schlusswort an Konstantin Zerger, Bereichsleiter hier bei uns, Energie- und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe. Und er fasst nochmal kurz zusammen und macht einen kleinen Ausblick für diese Runde. Vielen Dank an dieser Stelle von mir. Bis bald. Ja, ganz herzlichen Dank, Nadine, hier auch für die wunderbare Moderation in der dann ja doch hitzigen Debatte. Ich will es jetzt auch gar nicht mehr lang machen, aber aus unserer Sicht von der Deutschen Umwelthilfe da schon auch nochmal sagen, weil zwischendurch der Satz gefallen ist, Deutschland hängt am Gas, wie kommen wir davon weg, ist heute nicht das Thema dieser Debatte. Das ist aus unserer Sicht sehr wohl im Zentrum dieser Debatte steht, in der Frage, kommt denn eigentlich eine neue Infrastruktur für den Import von Flüssigerdgas hinzu. Und in der Tat ist erstmal egal, es ist Fracking-Gas, kommt es aus anderen Quellen, es ist und bleibt ein fossiler Energieträger, der nach unserer Überzeugung eben nicht zur Energiewende passt. Und das kann man auch mit ein paar Zahlen mal illustrieren. Der Standort Brunsbüttel wird, wenn er voll ausgebaut ist, 14 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich bedeuten in Deutschland, Wilhelmshaven 18 Millionen Tonnen CO2 und Stade 7 Millionen Tonnen CO2. In der Summe also knapp 40 Millionen Tonnen CO2 an zusätzlichen Gasimporten. Und da sind wir doch überzeugt, dass das, um auch das aus der Diskussion aufzugreifen, ziemlich harte Fakten sind, die selbstverständlich auch in einem Genehmigungsverfahren eine Rolle spielen müssen und das auch tun werden, weil die Auswirkungen aufs globale Klima nach der Revision des Umweltverträglichkeitsgesetzes auch bei jeder Projektgenehmigung in Deutschland jetzt eine Rolle spielen müssen. Und da sind wir zumindest gut darauf vorbereitet, das dann in den Planungsprozess und den Genehmigungsprozess auch einzubringen. Ich danke aber jetzt allen hier für die engagierte Diskussion. Ich glaube, da wird auch noch weitere Diskussionen an unterschiedlichen Stellen notwendig sein. Wir wollten hier auch den Bogen schlagen, einmal von unserer politischen Arbeit, die wir hier in Berlin, in Europa betreiben, zu dem Thema hin zu dem, was in den Ländern und was auch lokal vor Ort in den geplanten Standorten passiert. Ich finde, das hat jetzt ganz gut geklappt. Bedanke mich da nochmal an allen, würde an der Stelle auch erwähnen, dass wir gemeinsam, wir heißt die Heinrich-Böll-Stiftung, Food and Water Europe und die Deutsche Umwelthilfe auch gleich zur nächsten Veranstaltung einladen, und zwar am 7. Oktober, 16 bis 17:30 Uhr, transatlantische Verkettung, klimaschädliche Erdgasförderung in Kanada, LNG-Exporte mit staatlicher deutscher Förderung, Fragezeichen. Weil auch da steht nämlich im Raum durch einen langjährigen Liefervertrag mit Uniper, der dort schon abgeschlossen wurde, dass hier Steuergeld eingesetzt wird über Exportkreditversicherungen, um dieses Projekt möglich zu machen. Und auch da geht es um dann den Export von Fracking-Gas. Das ist sozusagen das transatlantische Gegenstück zum Uniper-Projekt in Wilhelmshaven. Und da freuen wir uns sehr, dass wir da auch Aktivisten aus Kanada mit dabei haben werden. Das wird deutsch-englisch übersetzt werden. Also da dann gerne am 7. Oktober nochmal reinschalten. Dann geht die ganze Debatte mit dieser transatlantischen Perspektive auch nochmal weiter.
Genau. Wir haben 17.59 Uhr auf meiner Uhr hier. Wir haben angekündigt, es dauert bis 18 Uhr und deshalb sage ich jetzt mal Danke. Ich glaube, ich darf die Veranstaltung jetzt auch schließen und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.